Guten Abend, Gethsemane Gemeinde. Neulich wurde der wunderbare Songmaster und Poet Leonard Cohen 80 Jahre alt. Das ist der Hammer. Das schaffe ich nicht. Macht euch bloß keine Hoffnung. So Gott will. Aber oh mein Gott, 80, ich werde jetzt 60. Ich finde, das ist so ein hohes Alter. Ich fand das auch dufte, dass man in der DDR ab 60 Rente, in Rente gehen konnte. Ich finde das äußerst gerecht, sowas, gerechtfertigt. Am dunklen Fluss, ich kam davon. Ich vergaß mein Lied, den heiligen Song. Und meine Kraft entrann in Babylon. Er schnitt meine Lippe, stach meine Brust. Konnt ich nicht trinken vom dunklen Fluss. Ich aß die Angst wie Kaubonbon. Ich gehörte nun zu Babylon. Und ich wusste nicht, weil ich nichts sah. Wer mich jagte und wer bei mir war. Es fließt der Fluss und er fließt davon. Das Leben geht weiter in Babylon. Das ist so zeitlos, sie altert auch nie, merkwürdigerweise. Das ist unglaublich, ich sehe sie immer wieder und bin immer wieder voll verknallt. Das war ich von Anfang an. Das wird sich auch nicht ändern. Wir müssen durchhalten. Wir werden immer, immer faltiger. Wir werden immer klappriger, aber wir müssen durchhalten. Und zwar bis zum letzten Atemzug, bis unsere Lebensmission auf Erden in unserem irdischen Blumentopf beendet ist, dann werden wir umgepflanzt ins himmlische vom Töpfer, der Schöpfer, der Töpfer, da wird dann eine Umtopfung vorgenommen, meine Damen und Herren. Schließen Sie sich uns an. Everybody wanna go to heaven, but nobody wanna die. Alle wollen in den Himmel, aber keiner hat Bock auf Tod. Mein Gott, ich möchte in den Himmel, ich hab keinen Bock auf Tod. Schock, schwere Not, so warte ich auf den Tag meiner neuen Geburt. Im Himmel, wo mir niemals mehr der Magen knurrt. Alle wollen in den Himmel, aber keiner hat Bock auf Tod. Herr, ich möchte in den Himmel. Ich hab keinen Bock auf Tod. Ja, und so mach ich auf den Tag meiner neuen Geburt. Im Himmel, wo mir niemals mehr der Magen knurrt. Alle wollen in den Himmel, aber keiner, nee, auch nicht einer, hat Bock auf Tod. Und du kannst ja machen, was du willst, was du denkst, was du willst. Aber halt bei so einem langen Gedicht da, zum Beispiel von Bertolt Brecht hier, der anachronistische Zug oder Freiheit und Democracy, Frühling wurde zum deutschen Land über Asche und Trümmer gemacht, flog ein erstes Birkengrün, probeweis, dedikat und kühn, als von Süden aus den Tälern, er bewegte sich von Wählern, prompt ein zerlumpter Zug, der zwei alte Tafeln trug, Wirbel war das Holz vom Stichen.
Inschrift sehr verblichen. Und es war so etwas wie Freiheit und Democracy. Brecht hat ja immer gesagt, Macht vertont die Texte. Vertont die Texte. Das ist sozusagen meine Lebensaufgabe, Texte in Lieder zu verwandeln und die zu singen und sozusagen musikalisch Politik zu machen. Stundenlang stehen die Fans an, aber die 1000 Plätze in der Berliner Gethsemane-Kirche reichen nicht für alle. Hier in Prenzlauer Berg ist es ein Heimspiel für Nina Hagen, die ganz in der Nähe groß geworden ist.